Hallo liebe Freunde der Modelleisenbahn. Heute in meinem zweiten Anlagenporträt soll es um alles gehen, was rund ums Gleis passiert, beziehungsweise was am Gleis passiert. Ganz konkret, ich möchte über das Thema Gleisbau sprechen, also unter anderem um die Gleisauswahl, die Trennstellen, die Radien, die Überhöhungen, die Dämmung, die Gleisverbindung, die Befestigung und. Alles, was eben irgendwie rund ums Gleis passiert. Dabei möchte ich für euch vor allem ja meine Fehler so vorstellen, was ich so alles falsch gemacht habe, was ganz gut gelaufen ist und was ich vielleicht empfehlen würde, wie man es noch verbessern könnte, wie man es verändern könnte. Fangen wir mal an mit dem Thema der Gleisauswahl. Für mich war klar, dass ich unbedingt mit Flexgleisen arbeiten möchte, denn ich bin ja hier auf wirklich jeden Zentimeter Platz angewiesen und mit Flexgleisen bin ich entsprechend flexibel, was der Name ja schon hergibt, um die Radien eben maximal bis zum Rand der Anlage auszureizen. Deshalb war für mich klar, Flexgleise müssen sein. Dann war die Frage, welche Flexgleise? Und ich habe mich dafür die von PECO Code 55 entschieden, aus zwei Gründen. Einmal, weil Code 55 ganz gut ausschaut. Und zum Zweiten sind diese Flexgleise 90 cm lang. Und bei 90 cm spare ich mir natürlich auf die Streckenlänge gesehen im Vergleich zu einem kürzeren Flexgleis, was vielleicht nur 60 oder 70 cm lang ist, einige Trennstellen. Und das war in Summe so für mich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich nehme das Gleis von PECO, Code 55. Dann schauen wir mal ein bisschen näher ans Gleis ran und ich bin ganz bewusst auf die Seite von der Anlage gegangen, denn hier habe ich angefangen zu bauen. Also die Anlage, als ich begonnen habe zu bauen, das hier waren die ersten Meter der Anlage, da bin ich einmal rübergewandert und habe dann drüben weitergemacht. Und die Anlage ist nicht überall gleich. Also hier, wo ich angefangen habe, habe ich wieder andere Fehler gemacht als da hinten, beziehungsweise da hinten habe ich Dinge besser gemacht als hier. Aber um zu zeigen, wie man es nicht machen sollte, ist es ja vielleicht ganz gut. Ich fange mal an mit dem Thema, wie sind die Gleise befestigt. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen näher rankomme. Übrigens habe ich heute mal die Züge laufen lassen, damit das für euch nicht ganz so langweilig ist, wenn ihr mir zuhört. So. Wenn wir mal... So, ich hoffe, man kann das sehen. Die Idee war, die Gleise so zu verlegen, dass Dämmung und Gleisbefestigung beides in einem geschieht. Deshalb habe ich hier unter die Gleise, hier man sieht es, ein doppelseitiges Klebeband geklebt und habe die Gleise dann damit auf dem Holz befestigt. Das funktioniert zumindest das erste halbe Jahr, vielleicht auch das erste Jahr ganz gut. Das Klebeband hält. Es hilft auch ein bisschen dabei, dass die Geräusche etwas gedämmt werden. Aber nach einiger Zeit fängt das Klebeband an, sich stellenweise auch wieder abzulösen. Somit war ich gezwungen, das sieht man jetzt auf der Kamera höchstwahrscheinlich nicht, aber hier in dem Bereich überall mit Weißleim das Gleis quasi an den Seiten nochmal zu bestreichen, damit es wieder am Holz haftet. Führt natürlich dazu, dass das ganze Thema Schallschutz damit erledigt ist, denn der Weißleim macht jetzt wieder die Brücke, stellt die Verbindung zum Holz her und damit ist also Gleisdämmung. Ja, damit ist das Thema erledigt. Was man allerdings sagen muss auch, ist, dass die Verlegung von Flexgleisen in Kurven mit so einem Klebeband so schon die maximale Herausforderung für mich war. Denn dieses Klebeband, in dem Moment, wo das Holz berührt, klebt es auch. Und zwar recht stark und so ein Flexgleis ist auch recht sensibel. Also das war etwas, was ich so nicht empfehlen würde, das so zu machen. Zumindest nicht, wenn die Gleise danach nicht eingeschottert werden. Also wenn eingeschottert wird, so wie hier oben, dann ist ja klar, das hält, das ist bombenfest, das geht auch nie mehr ab. Aber hier im nicht sichtbaren Bereich, wo die Gleise auch frei liegen, würde ich also eine andere Befestigungsmethode wählen. Und jetzt wandere ich mal mit euch rüber auf die andere Seite der Anlage. Das ist quasi
Bauteil Nummer 2. Also hier war ich dann schon gedanklich etwas weiter und habe gemerkt, naja, das mit dem Kleben funktioniert nicht ganz so gut. Also habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar bin ich hergegangen und habe geschaut, gibt es irgendwo ganz kleine Schräubchen, die zwischen die Schwellen passen? Und die gab es natürlich. Und habe dann Schraube und eine kleine Unterlagscheibe genau zwischen die Schwellen gebracht. Also es ist wirklich exakt genauso breit. Und habe damit die Gleise einfach festgeschraubt. Also ich guck mal, ob wir da ein bisschen besser rankommen. Hier oben ist so eine Schraube. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Man sieht, die Schraube sitzt wirklich relativ mittig vom Gleiskörper. Das funktioniert tatsächlich ganz gut und das Angenehme dabei ist, dass man bei Flexgleisen dann Abschnitt für Abschnitt einfach verlegen kann. Man muss da nicht ewig lange vorbiegen und machen, sondern man legt das Gleis so hin, wie man es gerne hätte und kann dann exakt an der Stelle festschrauben, wo das Gleis später auch mal sein soll. Es gibt aber eine Sache, die ich trotzdem anders machen würde. Also ich bin insgesamt von der Idee ganz angetan, das funktioniert ganz gut. Was ich anders machen würde, ist, dass ich keine solche Senkkopfschrauben heißen, die glaube ich verwenden würde. Also das sind Schrauben, die quasi von der Spitze her, ich mach mal so trichterförmig zugehen. Das sind klassische Holzschrauben. Die haben aber das Problem, dass wenn die auf die Unterlagscheibe treffen, dann natürlich nicht so weit ins Holz eintauchen können, eben aufgrund der Form. Mit so einer Linsenblechkopfschraube, also eine Schraube, die oben einfach einen flachen Oberkopf hat und der, also quasi wie so ein T, einfach eingeschraubt wird, könnte man sich möglicherweise die Unterlagscheibe komplett sparen, würde also ein bisschen mehr Luft gewinnen und hätte, glaube ich, auch die Möglichkeit, das Gleis noch ein bisschen besser zu befestigen. Das so als Tipp, also wer sich mit dem Gedanken trägt, das auch festzuschrauben, funktioniert aus meiner Sicht ganz gut. Man muss aber gucken, dass man die richtigen Schrauben findet. Dann hat man aber leider überhaupt gar keine Gleisdämmung. Das ist nämlich genau exakt der Fall, das sehen wir hier drüben, es gibt hier keine Gleisdämmung. Macht jetzt nicht allzu viel aus, weil da drüben die Gleisdämmung ja auch nicht funktioniert hat, also ist es halt einfach laut. Aber was ich mir überlegt habe und was ich eigentlich auch umsetzen wollte und habe es dann aber doch nicht gemacht, ist Folgendes. Und zwar das hier, das sind, also im Baubereich sind das einfach so Verdehnungsfugen, kennt man das, es ist 3 mm stark, lässt sich auf Rollen kaufen, problemlos zuschneiden. Und wenn man das darunter legt, dann das Gleis, dann die Schraube, kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr gut ist von der Dämmwirkung her. So, das mal zur eigentlichen Gleisverlegung. Die Gleise sind alle miteinander verlötet. Ich habe das so gemacht, weil ich die Erfahrung gemacht habe bislang, dass Flexgleise, die bewegen sich gern, da kommt Spannung drauf und wenn das nicht verlötet ist, ist mir das einfach zu heiß, dass das irgendwie nochmal Probleme macht, besonders in den Bereichen, wo man halt auch wirklich nicht gut hinkommt und hier kann man im Nachhinein im Grunde nichts mehr machen. Also wenn es hier zu einem großen Problem kommt, dann muss man den Teil zurückbauen, neu aufbauen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jedes einzelne Gleis miteinander zu verlöten. War jetzt auch keine schlechte Idee, also bis jetzt habe ich da noch überhaupt gar keine Kontaktprobleme oder sowas gehabt. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Ja, die Verbindung der Gleise miteinander, da war ich ja stehen geblieben mit dem Thema Löten. Also Löten funktioniert ganz gut, trotzdem in dem Anlagenkonzept sind Trennstellen notwendig, nämlich immer hier in den Bereichen, wo die Züge jetzt auch halten. Also das ist ja ein Block, das ist ein Block, das ist ein Block, das ist ein Block. Und entsprechend müssen die Gleise aufgetrennt werden, um eben einen Teil kontaktlos zu schalten, der dann wieder von der CS3 erkannt wird, damit die CS3 weiß, okay, in dem Gleisabschnitt wird Strom abgenommen und hier befindet sich ein Zug. Das ist also die Grundvoraussetzung für das ganze Thema der Blockstellensteuerung. Trennstellen in Flexgleisen sind dann unkritisch, wenn man sie auf der Geraden macht. In der Kurve ist das schwierig.
Denn so ein Flexgleis neigt eben dazu, da wo man es auftrennt, dann nach außen zu gehen. Also ich versuche das mal mit meinen Händen darzustellen. Das Flexgleis ist vorher in der Kurve, ist zusammen, es wird aufgetrennt und dann stehen die Enden gerne mal so zueinander. Und das führt dann schon ganz gerne dann auch dazu, dass ein Zug entgleist. Jetzt gibt es halt nicht viel Alternativen bei dem Anlagenkonzept, außer trotzdem Trennstellen in genau diesen Bereichen zu machen. Ist bis jetzt so, dass es ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich da auch im Vorfeld versucht, das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Ich schaue mal, ob man das auf die Kamera bekommt. Naja, ganz schlecht. Also da, wo Trennstellen sind, bin ich hergegangen und habe nochmal mit Heißkleber vorher die Stelle ja, mit Kleber befestigt und habe erst danach getrennt, sodass die Gleise quasi befestigt waren. Die wurden getrennt und konnten dann nicht mehr so aufspringen. Also ich habe die Spannung quasi fixiert mit diesem Kleber. Funktioniert ganz gut, schaut aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig professionell aus. Also wenn man die Möglichkeit hat, Trennstellen da anzuordnen, wo keine Kurven sind, kann ich das nur empfehlen. Also in dem Fall ging es nicht anders, aber das ist echt so eine Sache, naja. Ist auch heute jetzt noch so, dass die Züge da schon hier und da ganz schön drüber rumpeln. Also es passiert nichts, es entgleist nichts, aber ich wäre zufriedener, wenn das anders wäre. Ist jetzt aber so, wie es ist. Nur meine Empfehlung, nicht oder möglichst nicht in Kurven irgendwelche Trennstellen einbauen. Ja, das Thema Radien, da möchte ich auch, da habe ich auch was, Radien und Gleisüberhöhungen, zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Hier drüben habe ich mit einer Gleisüberhöhung gearbeitet. Das ist, wenn man die Videos anschaut, sieht man auch, da fahren die Züge wirklich, das sieht auch echt halbwegs realistisch aus. Hier drüben war es damals so, dass die Anlage von der Seite aus eigentlich gar nicht zu sehen war und deswegen habe ich darauf verzichtet. Schaut auch entsprechend jetzt so aus, wenn die Züge drüber fahren. Also mit Überhöhung ist wesentlich besser als ohne Überhöhung. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen hochschauen, dann sieht man, dass der Radius des Gleises überall der gleiche ist. Das ist auch hier drüben so. Würde ich heute auch anders machen, aus folgendem Grund. Man könnte in dem hinteren Teil, der ja nicht so sichtbar ist, den Gleisradius etwas enger machen und ab hier, sag ich mal, wo der sichtbare Bereich angeht, den Gleisradius weiter ziehen. Also schlussendlich nicht ungefähr bei der Mitte der Anlage die Hälfte des Radius erreichen, sondern schon etwas vorher, um dann einen größeren Radius im sichtbaren Bereich fahren zu können. Das wäre eine Option, die man hat, um selbst bei so kleinem Radius, also hier sind wir ja bei in Summe 75, trotzdem im sichtbaren Bereich noch ein bisschen was rauszuholen, was die Optik angeht. Und auf jeden Fall Gleisüberhöhungen aus meiner Sicht sind ein totales Muss. Sonst schaut es einfach nicht so gut aus. Ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich werde mich sicherlich noch das ein oder andere Mal mit anderen Videos bei euch melden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.